Na egal. Jetzt, Creeper, scheiße. Waren die hier Blockschaden? Ich glaube ja. Ich glaube ja, das war so. Okay. Aber wir wollen ja weiter erzählen. Ja, nicht Minecraft, sondern mein Creeper. Ach, er ist gestorben. Gut. Ja, Freundes. Jetzt ist, bin ich halt wieder da. Es geht jetzt weiter, endlich. Den Drang habe ich schon ewig. Und nein, das Let's Play ist nicht gestorben, falls es viele wirklich gedacht haben. Nein, dieses Let's Play wird niemals enden. Es ist einfach jetzt nur mal eine Pause nötig gewesen. Und dann hat es jetzt noch vielleicht eine weitere Frage, wie oft dieses Let's Play kommt. Das kann ich momentan noch nicht sagen. Das kann ich wirklich noch nicht sagen. Weil dazu muss ich erstmal sehen, wie viel nehme ich erstmal im Vorlauf so. Und wie sieht es mit den anderen Let's Plays aus? Ich werde so einpennen, dass pro Tag ein Let's Play kommt. Alter, wie viel? Alter, ich glaube das auch mal. Ich habe den gar keinen Schaden gemacht. Und daher muss ich da erstmal sehen, wie viel, wie das am besten passt. Aber ich denke mal, täglich wird Minecraft erstmal nicht kommen. Ich glaube mal, das war vor der Pause auch nicht so, dass es täglich gekommen ist. Daher, ja. Warum kann ich... kann keine Steuerung und Q verwenden. Geht das erst ab der 1a? Dass man alle Items aus dem Inventar nehmen konnte mit Steuerung und Q? Oder es geht nicht, weil ich hier halt Zoomen drauf habe. Es kann natürlich auch sein. So, ich will jetzt kurz hier noch alle eliminieren. Und dann nehme ich mir mal kurz mein Bett. Setze es hier hin. Und gehe ganz schnell schlafen, damit Tag ist. Ich habe jetzt ein paar Knochen. Perfekt. Jetzt ist bei mir hier was runtergefallen. Das ist ja nicht so toll. So, dann Bett wieder nehmen. So, Spawnpunkt ist zwar weg. Oh lol, hab ich die Hälfte der Dings genommen. Und dann hier runter. Ich habe ja ein Glück, die richtigen Schuhe. Oh, nice, ein großer Baum. Große Bäume kann ich gut gebrauchen. Zwar könnte man sich ja jetzt denken, oh, dann dauert das ja ewig bis zum Abholzen. Nein, mit unserer Axt ja nicht. Das dürfen wir nicht vergessen. Weil es ist lange her. Ah, hier geht es einmal alles weg. Auch nur innen drinne, gut zu wissen. Das andere muss despawnen. Es ist ungewohnt, es ist einfach nur ungewohnt hier alles wieder. Aber ungewohnt muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Und Alter, gibt das viel Holz. Das kann ich gut gebrauchen. Ihr merkt zum Beispiel, dass ich nicht ganz unten anfange beim Abzuholzen. Weil ich immer beim zweiten Block anfange. Uiuiui. So, da klebt noch überall Holz. Ich mache mal Folgendes. Ich mache mal hier einen Eingang rein. Der kann meinetwegen auch bleiben, der Eingang. Ah, ich werde hier auch mal ein bisschen Zeug los. Das da, das da. Das da. Das da. So, passt. Ach du Scheiße. Vier Creeper. Die eliminiere ich mal aus der Luft, weil auf die. Fünf Creeper. Da ist ja noch einer. Den hier habe ich gar nicht gesehen. Aber ich habe, glaube ich, jetzt den Enderman angeschaut. Halt keinen Stress mit den Creepern. Das Blatt kommt da auch mal weg. Ah. Bogenschießen sollte gelernt sein. Das ist nur ein Skelett mit einem Creeper. Das, achso, das ist ein Enderman. Konnte das von hier oben nicht ganz so gut erkennen. Jetzt spawnen eine neue. Ja, Zeit zum Untergehen. Das reicht so langsam hier. Gut, dass man nur E drücken muss, damit der Grafikbug aufhört. Stellt euch vor, dieser Grafikbug wäre so, dass man immer Minecraft schließen müsste oder immer raus aus dem, aus der Welt. Das wäre natürlich doof. So, dann machen wir mal das, ne? Den
wir erstmal so. Sieht zwar jetzt krank aus, so wie es, wenn man das von oben anschauen würde, aber es ist eigentlich nicht so geplant. So, haben wir schon mal eine Grundfläche, wo wir mit arbeiten können. So, das würde ich aber persönlich mit ein bisschen Eichenholz zubauen. Oder vielleicht kann man auch das bisschen größer machen, ja. Dass das so ein kleiner Keller wird. Dass man hier vielleicht so ein bisschen stehen kann. Das wäre natürlich auch sehr, sehr cool. So. Das möchte ich hier mal ein bisschen erweitern. Auf beiden Seiten. So, da merkt man, da brauchen wir auf jeden Fall viel, viel mehr Holz. Das wird immer noch nicht reichen. Lol, nein, 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 nein! Woher kommt der denn jetzt so plötzlich? Nein, bitte nicht. Och, Manno. Ich hab doch davon keine mehr. Dein Ernst, Creeper. Leute, ihr seht jetzt immer etwas nicht. Es tut mir leid, dass ich das jetzt hier machen muss, aber... Was spawnt der hier eigentlich? Sorry, bei der ersten Aufnahmesession will ich das einfach nicht. Daher lasse ich das jetzt. Das Holz, was da jetzt draufgegangen ist, das ist draufgegangen, meinetwegen. Aber sonst... Es tut mir leid. Müsst ihr aber auch verstehen. Ich weiß nicht, was ich hier machen kann damit... Hier keine Monster mehr spawnen. So. Wenn wir das mal ein bisschen so erweitern, dass das hier so hoch geht. Mal wegen noch eins. Weil auf dieser Ebene kommt dann, so wie sehen, eine Trennwand rein. Kann ich ja schon mal so ein bisschen andeuten. So. So. Und ja, jetzt merkt ihr, wir brauchen das Holz. Wir brauchen das Holz wirklich. Daher Jetpack nehmen. Nicht Hose ausziehen, sondern Jetpack nehmen. Und zurück. Da müsst ihr jetzt inzwischen nochmal ein bisschen Holz untergefallen sein. Ah ja, nice. Das sieht doch ganz schön nice aus. Jetzt sammle ich natürlich wieder den Müll ein, was ich nicht brauche. Uiuiui, sieht das gut aus. Sieht das schmackhaft aus. So, Setzlinge sind da. Kann ich auch noch ein paar anpflanzen. Das wird nicht alles an Holz sein. Sie sehen, was wir brauchen. Wir brauchen noch viel, viel mehr. Daher ruhig hier mal anpflanzen. Und vielleicht habe ich bei irgendeinem Baum schon Glück. Guck mal hier. Ah, schade. Schade, Schokolade. Kann man nichts machen. Oh, ich raste aus. Ja, die Creeper müssen eliminiert werden. Ah. Ja, es ist halt doof. Guck mal, wenn der mich erneut trifft, dann sehe ich nochmal kurz was. Aber wenn ich länger herumlaufe oder sich das auch bewegt so richtig, dann sieht es schlecht aus. Ah, ich dachte, ich kann das jetzt hier mal ohne Treffer, aber nee. So, hier raus damit. Ah, das ist hier nur eine Textur. Da ist ein bisschen Knochen gedroppt. Knochen kann ich, nehme ich gerne auf mich. Das ist gar kein Problem. So, und dann wird es halt hier auch so lang gezogen. Ob ich diesen Stamm da außen so lasse, kann ich theoretisch auch so lassen. Was meint ihr? Doch, 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 kann man so lassen. So, und dann sind wir hier und hier auch. Und dann wird halt das hier wieder verbunden. Aber da fehlt mir jetzt das Holz. Ganz einfach. So. Ich sag, warte, ich mach mal kurz. Wo C ist, C irgendwas anderes? Ja, C ist Maschinen, Chips. Ah, ich lasse das jetzt hier einfach so. Weil, wenn ich zoomen möchte, klicke ich automatisch auf C, obwohl ich damals immer Steuerung genommen habe. Erst seit der 1.8 ist das ja umgeändert, dass es auf C automatisch ist. Und dann habe ich mir halt C angewöhnt. Jetzt mich das wieder umzugewöhnen, das könnte schwierig werden. Aber ich werde es versuchen.
So, mal hier. Ich hab sie. Mein Jetpack wieder angemacht. Und dann. Mal ein paar Bäume zum Wachsen lassen. Irgendwelche großen Bäume will ich haben. Ja, toll. Ein einziger Baum. Den kann ich auch mit der normalen Axt abholzen. 5 Holz. Geil. Großer Fortschritt. Ich weiß nicht, wo haben wir denn sonst immer Holz geholt? Wenn wir Holz brauchten. Wir haben ja hier keine Farmwelt oder so. Wenn ich jetzt gleich Warp mache, gibt's nicht. Könnte ich aber draufbringen, so gesehen, weil. Was ist das da hinten? Achso, das ist der Fritz. Könnte ich draufbringen, weil es ja auf dem Zauber ist, aber ich mach's trotzdem. Weil vielleicht wird es eines Tages wieder rüber zu Singleplayer gemacht. Aber momentan läuft es ja mit dem Server eigentlich ganz gut, daher lasse ich das auch auf dem Server. Und wenn sowieso mal Besuch ist, und ich habe vor, hier auch Besuch drauf zu bringen. Vielleicht wieder Jonas oder Tom war ja auch schon dabei. Und mit Tom hatte ich jetzt schon länger nicht mehr geschrieben. Oder sonst noch irgendwer. René zum Beispiel. Obwohl René, der bräuchte erstmal einen besseren PC. Mit seinem PC, er wird nicht diese Mod schaffen. Denn selbst wenn ein PC da schon ein bisschen laggt. Ja gut, ich will ja auch Schneider drin haben. Und aufnehmen gleichzeitig. Und einen Server auf dem PC. Gut. Ja. Das Problem ist halt jetzt die Knochen. Warte, ich mach mal Folgendes. Ich gehe mal zurück. Kein Hacker hier. Oh, kein Creeper hier. Dann schaue ich einfach mal im Lager nach. Ah, leck. Das war ein schöner Leck gerade. So, Mobdrop war, glaube ich, eine Reihe weiter. Heile Bilder. Ja, das brauche ich nicht. Knochen. Oh, doch, da ist doch genug. Da ist doch genug. Das gefällt mir doch. So, sehr, sehr schön. Dann brauche ich nicht immer die Skelette hinterherjagen, kann ich immer auch gleich ins Bett gehen, damit Tag wird. So, perfekt. Ein Mob hier, sehr schön. Fliege ich kurz nochmal da hoch. Naja, Jetpack ist schon was Tolles. Damals sind wir ja immer mit den Mobs geflogen, also wenn halt. Wenn ich halt mich hier verwandelt habe, das ging ja so. Ah, aber wenn ich so auch noch Petrified Spectre. Geil! Jonas Account. Yeah, nice. Das freut mich. Ich werde mich kurz zurückverwandeln, weil ich schlafen möchte, dass es heute Tag werden. So, bevor die Monster halt alle droppen. Spawnen. Oh, ich weiß nicht, was mit mir heute los ist. Ein bisschen aufgeregt bin ich. Seit es endlich weitergeht. So, was haben wir hier noch? Huren, Dorfbewohner, also eine ganze Menge. Auch More Creatures Mobs natürlich drauf. Habe ich jetzt so bisher noch keiner gesehen. Tom habe ich hier noch. Ja, Tom. Der gute alte Tom. So. Wir haben jetzt hier ein paar Knochen. Das ist sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass auch ordentlich große Bäume wachsen. Ja. Das war's mit großen Bäumen bisher. Ja, schon besser, aber immer noch nicht das Optimum. Ein Vogel. Jetzt sehen wir mal ein paar More Creatures Mobs, das gefällt mir doch. Oh, die werden immer kleiner. Hier habe ich noch 4 Bäume. Unzufrieden. Alter, so viel Knochen für so einen kleinen Baum, ey. Jetzt nehmen wir jetzt einfach mal die Axt und holzen das Ganze ab. Ich hätte nicht. Stimmt! Ich hatte ja auch mal die Tree Capitas Mod. Stimmt. Da ist ja auch alles abgeholzt worden. Aber seitdem ich halt diese Axt hier habe von der Tinkers Construct Mod, habe ich ja Tree Capitas Mod rausgenommen, weil ich das unsinnig fand. Weil sonst diese Axt hier nichts, keinen Wert hätte sozusagen. So. Perfekt. Dann über ein Stack Holz, damit lässt sich schon mal wieder was anfangen.
vorher schauen, ob hier Creeper sind. Natürlich sind hier Creeper. Zwei Stück an der Zahl sehe ich. So, und die Skelette, die kann ich. Obwohl. Jetzt noch ein Creeper. Geil. Kein Schaden genommen. Das gefällt mir doch. So, das daraus. Gut. Jetzt geht's hier weiter.